Also wir sind hier an der Bahnhofstrasse 24 in der Garage Wetziken. Das ist ein altes Haus, das wir umbauen für eine kulturelle Nutzung als Begegnungsort. Und der Anlass ist quasi ein. Wir haben den Anlass zusammen mit dem Verein, dem Kulturakteur, dass sie das Lokal kennenlernen können. Die Garage wird betrieben durch den Verein Garage Wetziken. Der hat sich formiert vor einem guten Jahr. Und ja, wir sind jetzt voll in der Betriebskonzeptphase, natürlich in der Investitionsphase, wo wir den Umbau koordinieren und schlussendlich dann auch zum Fliegen bringen, das ganze Projekt. Die Garage soll für alle Wetzikerinnen und Wetziker, aber auch für alle, die Freude haben, sich zu begegnen, da sein. Von jeglichem Couleur soll ein Haus der Kulturen werden. Die Investitionen werden finanziert, so ein Teil von der Stadt Wetziken, dann noch Lotteriefonds vom Kanton Zürich und natürlich auch Stiftungen, die Investitionen tragen sollten und schlussendlich auch private Sponsoren. Ja, Garage Wetziken könnte Unterstützung brauchen, indem man Mitglied wird vom Verein Garage Wetziken, einen Mitgliederbeitrag zahlt, so Teil wird von einem ganz tollen Projekt, wo schlussendlich die Menschen, alle Menschen aus Wetziken können zusammenbringen und so ein tolles Projekt zum Fliegen kommt. Natürlich, selbstverständlich sind wir auch darauf angewiesen, dass Firmen uns unterstützen. Man kann Teil werden von dieser Garage, man kann uns als Gönner oder als Firmengönner unterstützen und somit vielleicht auch mal die Garage als Schulungs- oder Seminarraum brauchen und somit das Projekt noch besser zum Fliegen bringen. Der frühestmögliche Zeitpunkt ist 1. November 2021. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Vollbetrieb wird ab dem 1. Januar 2022 dann aufgenommen werden wird.